Ich sag euch einen Schlag und das Teil bricht mitten durch. Der Meister geht jetzt aus dem Weg. Hast du sie noch alle, Jelis? Der Unterricht beginnt gleich. Na und? Dein Strebergetue geht mir langsam tierisch auf die Nerven. Glaub bloß nicht, dass ich dich bei der nächsten Klassensprecherwahl noch einmal wähle. Swatgamawajotko. Wie bitte? Swatgamawajotko? Das ist polnisch und heißt kleine Idiotin. Ich weiß, was das heißt, du Kuschbähnle. Das ist übrigens türkisch und heißt Blödmann mit kleinem, du weißt schon was. Sag das nochmal. Blödmann mit kleinem Gehirn. Hast du sie noch alle nicht an, du? Nein. Zurück. Bist du bescheuert? Was für ein Kacktag. Erst versuchen so ein paar Volltrottel unsere Schulcomputer zu klauen und killen dann auch noch ausgerechnet mein Kack-Bio-Referat. Und dann taucht auch noch diese bescheuerte Jelis hier auf. Vielen Dank. Falls dir noch mehr Worte mit Kack einfallen, tu dir bloß keinen Zwang an. Moment mal, hast du gerade was von geklauten Computern gesagt? Ich glaube, ich weiß, wer die stehlen wollte. Weiß was? Und wer bitte schön? Dieselben, die auch meinen Hund entführt haben. Der eine heißt Alex. Ich glaube, Jelis kennt ihn. Ja, Alex Beutler. Sein Vater hat ein Aquariumfachgeschäft unten am Hafen. Beutler-Aquaristik. Okay, das war's. Dem poliere ich die Fresse, bis er nicht mehr weiß, wo oben und unten ist. Das ist mal wieder so typisch. Hast du ein Problem, Klassenschleimerin? Jetzt hört doch mal auf. Das Wichtigste ist doch erstmal, dass wir rauskriegen, wo diese Typen Feline versteckt halten. Ja, und ich hätte da schon eine Idee. Wie schön für dich. Dann kannst du dich auf deine Art darum kümmern und ich mich auf meine. Ich hab nämlich keinen Bock, ständig nach deiner Nase zu tanzen. Klar. Wir werden ja sehen, wer die Typen schneller überführt. Und wie wir das sehen werden. Laurens, kommst du? Ich. Ja, klar. Gut, dann los. Warum eigentlich ausgerechnet Störtebeker? Nicht du auch nur. Als ob es keine anderen Piraten gegeben hätte. Warum nicht mal eine Motto-Party über eine berühmte Piratin? Weil es keine gibt. Das ist Männersache. Nur weil du keine kennst, heißt es noch lange nicht, dass es sie nicht gibt. Nenn mir eine. Anne Bonny, Mary Read, Grace O'Malley, um nur die wichtigsten zu nennen. Und wer außer dir kennt sie? Wirklich sehr berühmt. Müssen sich heute eigentlich alle streiten? Was sich neckt, das liebt sich. Ich? Diesen polnischen Möchtegern-Piraten? Niemals. Und ich? Diese türkische Möchtegern-Deutsche? Never ever. Hey, hey, hey! Auszeit! Wir machen in der Küche weiter. Sonst gibt's hier noch eine Seeschlacht. Männer. Kannst du das mit dir nur aushalten? Wie kann man das mit Mädchen überhaupt aushalten? Ich bin mir ganz sicher, dass es dich auch noch mal erwischen wird. Nee. Laurens ist immer so süß zu dir. Ich wünschte, ich könnte mich auch mal so verlieben. Naja, ganz ehrlich. Was? Ich weiß nicht, ob ich noch so richtig verliebt bin. Irgendwie ist dieses Gefühl, dieses Kribbeln, ist irgendwie weg. Laurens ist klasse, ein super Freund. Aber ich weiß auch nicht. Vielleicht bin ich wie meine Mutter. In meinem ganzen Leben habe ich sie noch nie verliebt gesehen. Tolles Vorbild. Sei froh, dass du deine noch hast. Ich weiß noch nicht mal mehr, wie meine aussah. Geschweige denn, ob sie verliebt war. Küss mich! Er hat mich gesehen. Küss mich, mach schnell! Was macht ihr denn hier? Was sind denn das für Verkleidungen? Ein Live-Action-Spiel. So eine Art Schatzsuche. Hier, auf meinem Boot. Nicht direkt. Die Tür war offen. Es sah so einladend aus. Einladend? Naja, wann kann man mit seiner Freundin schon mal alleine sein? Erst recht, wenn sie türkisch ist. Ich bin deutsch. So siehst du aber nicht aus. Nun? Ich hab zu tun. Also runter von meinem Boot, wenn ich bitten dürfte. Vielleicht braucht er einen Arzt. Quatsch. Kleine Schläge auf den Hinterkopf erhöhen das Denkvermögen. Wie lange willst du uns hier einsperren? Ich dachte, ihr wolltet mal alleine sein. Morgen Mittag geht mein Flieger nach Amerika. Bis dahin werdet ihr wohl hierbleiben müssen. Carol. Carol, hörst du mich?
Carol. Wach auf. Bitte. Wenn ihm bloß nichts passiert ist. Bist du okay? Geht. Wo ist dieses Schwein? Komm schon. Verdammt. Mist. Ich krieg's nicht auf. Lass mich mal. Ich probier's mal mit Geduld. Okay. Halt still. Du, Jelis. Wegen dem Kuss. Es tut mir leid. Ich musste ja. Wegen Gregor. Weiß ich doch. Ist schon okay. Aber, naja, Laurens ist mein bester Freund und für den ist es vielleicht nicht okay. Bestimmt wäre er eifersüchtig. Vielleicht sagen wir lieber nichts. Er muss es ja nicht wissen. Nein, muss er nicht. War ja auch gar nichts. Nein. Just lay here. Would you lie with me and just forget the world? Jelis. Mist! Warte, ich helfe dir. Tut mir leid, ich habe dich nicht gesehen. Schon okay. Therese ist verschwunden. Wir wollten gerade eben zu ihrem Geburtstagsfrühstück und... Naja, egal. Auf jeden Fall brauchen wir jetzt die Adresse von dieser Pia, mit der du mal Karate hattest. Du weißt schon, die, in deren Cousine du mal kurz verknallt warst. Ich? Du hast sie doch nicht mal. Ich war überhaupt nie in die verknallt. Dann fandest du sie eben nur ganz nett. Ich fand sie überhaupt nicht nett. Ich stehe gar nicht auf so blasse, aufgezackelte Tussen. Das ist doch jetzt auch völlig egal. Jeder kann sich doch mal in jemand Feilchen verlieben, oder? Meinst du? Also, eigentlich wollten wir nur wissen, wo Pia wohnt. Sorry, tut mir leid. Sie wohnt in der Nähe vom Jenischpark. Wenn ihr noch eine Minute Zeit habt, zeige ich euch den Weg. Was ich dich eigentlich schon die ganze Zeit mal fragen wollte, läuft da was zwischen Carol und dir? Nein. Okay, wenn du es unbedingt wissen willst. Wir haben uns geküsst. Aber das ist jetzt auch schon 2 Wochen her. Und das auch nur, weil dieser bekloppte Typ, der Laurens Eltern die Kakerlaken untergeschoben hat und sonst erwischt hätte. Also eigentlich zählt das überhaupt nicht. Eigentlich? Naja, der Kuss allein wäre ja gar nicht so schlimm gewesen. Dummerweise glaube ich, dass ich mich in ihn... Naja, du weißt schon. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Kannst du doch nicht machen. Weißt du eigentlich, wie weh du Laurens damit tust? Du musst dich sofort wieder von Carol entlieben, klar? Carol? Ja? Ich denke schon die ganze Zeit darüber nach. Irgendwie finde ich, sollten wir Laurens doch was davon sagen. Von dem Kurs neulich, meine ich. Spinnst du? Wenn du nicht willst. Ich dachte nur. Kann mir mal einer die Kamera geben? Willst du nicht mal rangehen? Ich, ja, so. Ich will noch ein paar Unterschriften sammeln. Ah, gib mal eben. Herr Kretschmer? Hey, Carol, was ist dir denn da runtergefallen? Liebe Jelis, unsere Küsse haben mir viel mehr bedeutet, als ich dachte. Ich hab mich in dich verknallt. Hier, der ist wohl für dich. Laurens, warte. Das ist nicht so, wie du denkst. Lass es mich erklären. Jelis hat nichts damit zu tun. Mit den Küssen auch nicht?
Ihr seid solche Lügner und Betrüger. Ich will nichts mehr mit euch zu tun haben. Laurenz! Ich dachte, ihr habt euch nur einmal geküsst, um euch zu tarnen. Aber ihr habt euch noch mal geküsst. Oder sogar mehrmals? Einmal, um uns gegenseitig zu beweisen, dass wir nichts dabei fühlen. Es war ein Test. Genialer Test. Und jetzt? Machst du mit Lauren Schluss und gehst mit Carol? Liebe Jelis, ich schreibe dir lieber. Dann kannst du es lesen, wenn du alleine bist und in Ruhe überlegen, was du davon hältst. Wir streiten uns ja immer ziemlich viel. Vielleicht habe ich darum gar nichts gemerkt. Also von meinen Gefühlen und so. Außerdem bist du Laurens Freundin. Aber nachdem wir uns geküsst haben, war ich total weg. Unsere Küsse haben mir sehr viel bedeutet. Mehr als ich dachte. Kurz gesagt, ich habe mich in dich verknallt. Carol. Tut mir leid. Was? Dass du den Brief geschrieben hast? Willst du ihn zurück? Nein, natürlich nicht. Bloß, dass er aus dem Buch gefallen ist. Du hast ihn schon ziemlich lange bei dir, oder? Naja. Ich habe mir nie getraut, ihn dir zu geben. Ist nicht so schön geschrieben und so. Ich finde ihn schön. Dann geht es dir also genauso? Gefühlsmäßig, meine ich. Ja. Schöner Mist. Schöner Mist. Hast du die Explosion echt auf dem Monitor gesehen? Wenn ich's dir doch sage. Was wollt ihr hier? Mit dir reden. Kein Bedarf. Ich hab einen Fall zu lösen. Dann hörst du eben nur zu. Damals, als Jelis in dich verknallt war und du nichts von ihr wissen wolltest, da hast du selbst gesagt, dass man nichts für seine Gefühle kann. Jelis und ich können auch nichts für unsere Gefühle. Deine Gefühle interessieren mich nicht. Aber von mir aus viel Spaß damit. Ich habe Wichtigeres zu tun. Laurenz, Caro ist doch dein Freund und ich auch. Jelis hat recht. Das können wir doch auch vernünftig lösen. Du bist nicht mein Freund! Du bist ein mieser Verräter! Hör doch auf! Alle. Ich halte das nicht mehr aus. Hoffentlich werde ich nie so alt wie ihr. Jelis, komm. Wir gehen. Das hat keinen Zweck. Ich brauche euch nicht! Was ist jetzt mit eurer Sache? Können wir die vielleicht mal klären? Wir wollen ihr echt nicht wehtun, Laurenz. Es ist einfach so passiert. Vom Kopf her kapiere ich das ja. Aber vom Gefühl? Ich krieg das schon irgendwie noch auf die Reihe. Heißt das, wir sind wieder Freunde? Freunde. Und? Willst du jetzt mit Carol zusammen sein? Naja, ich weiß es nicht. Aber so wie es jetzt ist, ist es vielleicht besser, wenn wir uns trennen. Okay, einverstanden. Hauptsache, die Pfefferkörner bleiben zusammen. Die Pfefferkörner bleiben zusammen.